Es ist wie das Amen im Gebet. Immer? Immer. Immer. Immer passiert's am Dienstagabend. Tut mir leid, ich hätte mich melden sollen. Ja. Morgen, Frau Heitz. Morgen. Schwieriger Fall. Oder werden wir Ihnen die Kollegen vom Arbeitsinspektorat vorbeischicken? Jo, was ist los? Meine Schwester. Es tut mir leid, was dir damals passiert ist. Aber du verrennst dich da in was. Wie hast du das geschafft? Hab ihm von mir erzählt. Ich bin Mitglied beim Tierschutzbund. Und ich habe ein I Love New York T-Shirt. Dabei mag ich die Stadt gar nicht. Lassen Sie mich raten. Alleinerziehender Vater? Ja. Du verstehst gar nichts, oder? Was würdest du in meiner Situation machen? Lass sie mal, die braucht ein bisschen an Abstand. Finden Sie nicht, das klingt ein bisschen paranoid. Stehen bleiben! Los jetzt! Ah. Alles okay? Ja. Polizei! Lass sie weg! Wir beziehen uns auf die Fakten. Hat die Ex-Frau ein Alibi? Was ist denn mit einem Motiv? Wir müssen ihre Aussage aufnehmen. Ich habe nicht erkannt, dass er süchtig war, Joe. Kannst dich auf uns verlassen, okay? Ja, heute ist wieder ganz besonders schlimm. Ja. Vor allem für ihn. Die Todesursache ist klar, oder? Ich sehe das. Echt schön. So schön. So schön. Voll schön. What the fuck? Ja, Malinov? Du musst alle Tattoo-Studios abklappern. Alle? Allein? Die Emilie hat gefragt, ob ich ein paar Bands empfehlen kann. Mhm. Mir war das nicht wirklich klar, dass sie so richtig verknallt ist in mich. Das ist eine Sache zwischen euch beiden. Zwischen Vater und Tochter. Ich werde sicher nicht mit am reden. Der reißt mir in den Kopf an. Also ich muss dich das jetzt fragen. Du hast nichts mit diesen Marihuana-Pflanzen zu tun? Naja, look, oder? Ich fordere das. Neue Sprinkleranlage, der Vernehmungsraum bleibt heute geschlossen. Zum Lustigsein brauche ich nur ein Jackie und ein Bier. Du kannst lustig sein, ja? Der Punkt geht an dich. Bei der Frau Hofmeister war irgendwas komisch. Lieb, gell? Haben Sie was gegen mich? Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Glauben Sie, ich habe einen Radar für Mörder. Nur weil ich selber einer bin, erkenne ich auch alle anderen Mörder. Wenn man von der Sonne spricht. Hauptsache, er ist der Chef. Und zu mir hat er gesagt, ich bin inkompetent. Komm, Schatzi, beruhig dich, ich werde nicht hysterisch. Hallo? Einbruch, Diebstahl. Erpressung, Entführung. Mord und Totschlag. Ich liebe es. Heitzinger, Sukulins, mein Kollege Hallberg. Es hat eine Meldung gegeben. Ein lauter Streit, letzte Nacht. Wollen Sie mir nicht vielleicht sagen, was Sie von meiner Frau wollen? Wo könnte sie denn sein? Meine Oma hatte die gleichen im Badezimmer. Echt? Ja, also, so ist es eben jetzt. Es ist schon schön, so ein Herz. Die finden uns. Früher oder später. Hier geht's um internationalen Tierschmuggel. Hat sich kaufen lassen. Hallo, Ben. Der Spitzer ist das letzte schwarze Schaf da bei uns. Sind Sie deshalb vor uns davongelaufen, weil Sie keine Papiere haben? Haben Sie verstanden, was mein Kollege Sie gefragt hat? Bitte, das hat vielleicht was mit seinem Tod zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, also... Na, ich steig ganz sicher nicht in der CO2-Schleuder, das kannst du vergessen. Scheiß unfair. Leb wohl, altes Haus. Sie haben sich das nicht selber angetan. Das ist eindeutig. Auf die Knie! Hände über den Kopf!
Der Radox ist vielleicht ein guter Spieler gewesen, aber Trainer ist der keiner. Was ist los, meine Damen, heute? War's fort gestern oder was? Ich wollte mit zur Sau machen. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Muss eine große Liebe gewesen sein. Er war ja schon tot. Ein Serientäter. Die Frage ist nur, ist er fertig oder fängt er gerade erst an? Ich wollte auf keinen Fall mein Lokal in Verruf bringen. Sonst kann es so schnell gehen. Scheiße. Aber ich hab gedacht, dass dir das interessiert. Diese Hacker erpressen die Stadt um 500.000 Euro in Kryptowährung. Wo waren sie letzte Nacht? War sie nicht. Die Deadline ist Mittwoch, heute, 15 Uhr. Shit. Woo! Soko Linz, die neue Staffel. Ab 7. Februar. Immer dienstags. Im Einser.